Das ist die Pressekonferenz nach dem 15. Spieltag an diesem Freitagabend FC Erzgebirge Aue gegen SSV Jahn Regensburg. 1:1 am Ende, ein Unentschieden gab es auch im zweiten Spiel und zwar in der Partie Paderborn gegen Bielefeld am Ende 2:2. Die beiden Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium und zuerst blickt Regensburgs Trainer Achim Beierlotz aufs Spiel. Bitte. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, aber sehr intensives Spiel gesehen, was wir auch erwartet haben. Nieselregen, 1 Grad, Abendspiel unter Flutlichtbedingungen, das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass es von Anfang an ein Spiel war, wo wir die Dreierkette im Spielaufbau anlaufen wollten, auch mit 3 Spitzen. Das ist uns zumindest in den Situationen immer sehr gut gelungen, wenn es ein klarer Aufbau war. Im Umschaltspiel haben wir da ab und zu auch mal so ein paar Lücken gehabt und das waren dann immer die weiten Bälle, die auf die Flügel gespielt wurden, wo unsere Außenverteidiger nicht immer ganz in den ersten Minuten richtig gut positioniert waren. Und so kriegen wir dann ja auch das Tor. Das hätten wir zwar durchsichern können, und durchsichern heißt, dass in dem Moment unser linker Verteidiger natürlich reinrücken hätte müssen und auf die Stürmerposition verteidigen hätte müssen, aber das ist uns in dem Moment einfach nicht geglückt. Dann gehen wir 1-0 in Rückstand. Machen allerdings mit einem sensationellen Tor das 1:1 und sind dann eigentlich in der ersten Hälfte ganz klar in der Situation, dass wir eine unserer 100%igen Torchancen zu Toren ummünzen müssen. Wenn man jetzt einfach nur die 2 Größten da hernimmt, dann steht Jan Čorč komplett allein vor Torwart Mennel und legt den Ball nochmal quer und Hamadi Al-Gadoui rutscht vorbei. Und noch sensationeller gehalten von Mennel war natürlich der Volley von Marco Grüttner nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Das waren 2 hundertprozentige. Und wenn wir da mit 2 Toren in Führung gehen, weil Torchancen in der ersten Hälfte habe ich jetzt von Aue dann keine vermerkt, dann ist es natürlich schon für Aue unheimlich schwer, hier noch was Zählbares mitzunehmen. In der zweiten Hälfte fand ich Aue auch in der Defensive präsenter. Wir haben uns schwer getan, da weiterhin durchzukommen. Und dann war es halt ein Spiel, jeder wollte, aber die Defensivreihen haben das dann gut gemacht. Standards waren dann immer wieder da. Im Verlauf der zweiten Hälfte war es dann so, dass ich da ein gerechtes Unentschieden gesehen habe. Für uns natürlich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, man muss in dieser zweiten Liga die Momente nützen. Die Momente waren da. Und die haben wir leider in der ersten Hälfte nicht genutzt. Und insofern sind wir trotzdem froh. Wir nehmen den Punkt mit. Wir haben 22 Punkte, sind gut dabei und werden genauso weiterarbeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Achim Beierlotzer. Ja, Pascal Destroh, Daniel, hat unser 500. Zweitligator geschossen. Wenig später dann der Ausgleich, bei dem blieb's. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, guten Abend erstmal auch von meiner Seite. Ich denke, das Unentschieden geht so in Ordnung. Wir haben eigentlich ganz gut ins Spiel reingefunden, gehen in Führung und kriegen dann relativ schnell den Ausgleich, der auch ein Wirkungstreffer war. Ich glaube, in der Phase danach hat man relativ deutlich gesehen, welche Mannschaft die letzten 3 Spiele verloren hat und wer, glaube ich, dann mit dem Punkt heute seit 10 Spielen ungeschlagen ist. Wir haben dann große Probleme gehabt mit der Angriffswucht, die zu verteidigen. Waren auch vom Systemwechsel nicht überrascht, aber hatten eigentlich ein bisschen eine andere Idee, wie wir das angehen wollten, haben deswegen die Räume nicht so gefunden, was wir dann zur Halbzeit korrigiert haben und waren aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit besser drin. Waren erstmal froh, dass wir überhaupt mit dem Unentschieden in der Halbzeit waren, so ehrlich müssen wir sein. In der zweiten Halbzeit haben wir alles investiert. Wir hatten eine Phase, wo es, glaube ich, auch nicht unverdient gewesen wäre, wenn wir in Führung gehen. Wir haben ein Abseitstor gehabt, wir hatten ein paar richtig gute Situationen, wo uns dann einfach im Moment die Effektivität abgeht und dann in der letzten Phase vom Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass so ein bisschen die Angst mitschwingt aus unserem Bochum-Erlebnis, dass man irgendwie noch vielleicht den Genickschuss bekommt und dann das Spiel vielleicht zu Hause noch verliert. Das war dann so ein bisschen nicht die absolute Schlussoffensive. Wir haben es einfach verpasst, in unserer guten Phase das zweite Tor zu machen und dann können wir dieses Spiel zu Hause auch gewinnen. Aber nochmal 10 ungeschlagene Spiele beim Gegner sprechen auch ein bisschen für sich und es ist brutal schwer zu verteidigen, diese Bälle, die immer wieder hoch reinfliegen. Jeder zweite Ball wird aufgenommen und das Dauerpressing da hinten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nicht ein ganz unwichtiger Spieler bei uns heute eben nicht auf dem Platz stehen konnte, der dann hinten, gerade was diese hohen Bälle geht, für uns auch immer der Fels in der Brandung ist. Und dementsprechend bin ich mit der zweiten Halbzeit eigentlich zufrieden. Das ist okay, uns fehlt halt das Tor. Wir nehmen den Punkt mit, das ist wichtig. Der ist wichtig für den Kopf, fürs Selbstvertrauen, dass wir diese Serie unterbrochen haben und haben immer noch genügend Spiele auf die Punktzahl zu kommen, die wir uns vorstellen bis Weihnachten. Vielen Dank, Daniel.
Damit ist die Gelegenheit und Zeit für die Fragen der Presse zum Spiel, zu diesem heutigen Abend, wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen. Thomas Narendorf von der Morgenpost. Daniel, nach Snyder gab es relativ viele Ballverluste im Mittelfeld. War das ein Grund, weshalb dann Clemens Fandrich kam? Mit ihm war es dann deutlich ruhiger? Ja, ich habe schon gesagt, wir haben die Regensburger Mannschaft ein bisschen anders erwartet. Sie haben es heute ein bisschen anders gespielt, einfach um uns vorne 1-1 anlaufen zu können. Wir haben nicht die Lücken gefunden, beziehungsweise hatten wir dann auch ein paar einfache Ballverluste, die dann eben durch Wirkung erzielt haben, dass wir uns nicht mehr so getraut haben, dann reinzuspielen. Und dementsprechend war auch unsere Mittelfeldbesetzung ein bisschen insofern hinfällig, weil schon der Plan war, hinter die erste Pressinglinie zu zocken. Wie gesagt, wir hatten ein paar einfache Ballverluste, die auch bei denen wir auch das Spiel hätten weggeben können, so ehrlich muss man sein. Und dementsprechend haben wir es dann korrigiert. Dima war außerdem vorverwarnt. Also das war ja auch so ein Thema, es war schon ja auch ein nickliges Spiel, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Und Dima ist dann nochmal ein Heißsporn. Und von daher muss man sagen, dass uns Clemens dann auch geholfen hat, so eine ordentliche zweite Halbzeit zu spielen. Ja. Die nächste Frage gibt es nicht. Dann schauen wir auf nächste Woche. Jan Regensburg empfängt am Freitag den 1. FC Köln und die Veilchen am Samstag zu Gast bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Beiden Mannschaften dazu viel Erfolg. Den Regensburgern heute eine gute Heimreise und allen zusammen einen schönen ersten Advent. Glück auf!